Hi Leute, ich hoffe, man versteht mich gut. Hier ist ein bisschen windig. Ich bin nämlich gerade in Sri Lanka. Ihr könnt euch hier mal die Wellen anschauen, ist echt genial. Wunderschön. Also Sri Lanka gefällt mir echt gut. Ich werde aber dann nochmal wahrscheinlich ein extra Video dazu machen. Aber in dem Video hier werde ich euch mal ein bisschen was über Nachrichten erzählen. Weil auf dem Weg her, als ich zum Flughafen bin, habe ich mal wieder seit langem wieder richtig Nachrichten gehört, so, weil das Radio an war. Und ja, als wir zum Flughafen in Frankfurt gefahren sind, haben wir uns so die Nachrichten angehört. Und was mir dann mal aufgefallen ist, ist, dass die meisten Nachrichten, da geht es nicht mehr um Nachrichten, um Fakten, sondern, also was mir also aufgefallen ist, was sehr interessant war, fand ich, es waren vielleicht 10%, würde ich sagen, Fakten in den Nachrichten. 10%, ja, kann man so sagen vielleicht. Und 90% waren Annahmen eigentlich. Also dann waren so, zum Beispiel fängt es dann so an, die Nachrichten wie Russland ist empört. Ja, und das ist ja, Russland ist empört, ist ja jetzt nur eine Annahme, das ist jetzt irgendwie kein Fakt, so. Da ist keine klare Zahl dahinter, da ist kein, das ist einfach nur mal die Annahme, hey, ganz Russland ist empört. Okay, und es waren wirklich vielleicht 10% dann Fakten. Genauso war dann Jugendliche in Würzburg kriegen bei Testkäufen fast nie Alkohol oder immer weniger. Also solche Wörter, da könntet ihr mal drauf achten. Fast nie, immer weniger und so weiter. Warum sagt man nicht einfach, hey, 90% haben keinen Alkohol bekommen bei Testkäufen. Und ich meine, auf der Autobahn steht ja auch nicht ein Schild. Fahren Sie bitte langsamer, noch langsamer. Und nee, da steht ein Schild, fahren Sie bitte 30, 60, alles klar. Und dann hast du dein Tempomat und kannst es ganz dementsprechend schnell fahren. Und so, aber auf was möchte ich hinaus? Ich möchte eigentlich nur, wenn du dir sowas anschaust, solche Nachrichten, eigentlich brauchst du dir das nicht angucken, weil im Endeffekt bringt es dich nicht viel weiter. Das Wichtigste ist, dass du was veränderst und deinen Beitrag in der Welt leistest, sozusagen. Und Nachrichten sind aber nicht schlecht. Das Wichtige ist, wenn du bewusst dabei bist, dann fällt dir das sowieso auf. Dann kannst du ruhig Nachrichten anschauen, dann ist es egal. Aber dir sollte immer bewusst sein, dass man solche Wörter wie immer, nie, empört und irgendwie Emotionen, diese ganzen Wörter da verwendet werden, dass das alles Annahmen sind. Das sollte dir jeden Moment bewusst sein. Und das ist schwierig. Am Anfang konnte ich das nicht erkennen. So. Und da muss man auch wirklich mal mit sich ehrlich sein, ob man das überhaupt schnallt. Sagt jeder, ja, ich weiß ja, dass es nicht so ist, aber dann kommen wieder irgendwelche Situationen, dann merke ich, wie diese Glaubenssätze drin sind, die da oft wiederholt werden. Und selbst bei Menschen, wo man meint, die sind sehr offen, mit ein paar falschen Sätzen gerätst du dann schon an Momente, wo die Leute dann plötzlich nicht mehr so offen sind und dann alles ein bisschen schwieriger ist. Und deswegen, wenn du sowas schaust, wenn du Nachrichten schaust, allgemein, das Beste ist immer, wenn du wirklich bewusst bist. Das möchte ich dir einfach mitgeben. Wenn du Nachrichten schaust, werd dir mal bewusst darüber, wie oft da Annahmen vermittelt werden und was eigentlich wirkliche Fakten sind. Und das ist schwierig. Dazu muss man erst einen klaren Blick entwickeln. Und deswegen halte ich es für sinnvoller, erstmal auch eine Zeit lang sich da mal fern zu halten und erstmal zu sich zu kommen, eine klare Sicht, einen klaren Blick entwickeln. Wenn man ein klares Bewusstsein hat, wenn man wach ist, dann fällt einem das auch auf, was da Annahmen sind, was da überhaupt stimmt, weil es ist ja, ja, man merkt es einfach. Wenn der Blick klar ist, wenn der Raum erleuchtet ist, dann siehst du alles, was da ist. Wenn dein Bewusstsein soweit ist, dass du achtsam bist in jedem Moment und dir bewusst ist, was um dich herum ist, was gesagt wird, was für Glaubenssätze dahinter stecken, dann
dann siehst du das einfach ganz klar, weil die Bewusstheit da ist, weil das Licht da ist. Aber wenn du irgendwie nur ein Dämmerlicht hast, wenn du irgendwie mit deinem Handy oder deiner Taschenlampe da rumleuchtest, dann siehst du nicht klar. Und dann machst du plötzlich mal das Licht an, dann siehst du alles. Dann siehst du alles glasklar, da ist nichts mehr zu überlegen, da muss dir keiner sagen, was da liegt. Und deswegen geht es erstmal darum, immer dein Bewusstsein weiterzuentwickeln. Das möchte ich dir an die Hand legen. Und dazu gibt es Mitteltechniken, dazu kannst du einfach Meditationen machen, ganz einfache Übungen. Ich finde die Meditation von Sadhguru zum Beispiel ganz schön. Ganz einfaches Mittel, um sich zu zentrieren, um bei sich anzukommen, um mehr Bewusstheit in den Alltag reinzubringen. Oder die Bücher von Thich Nhat Hanh, die sind auch drunter verlinkt, schaut da mal rein. Genau. Oder ein Happy Life Kurs von mir, da nehme ich euch 30 Tage in die Hand, wie ihr das einfach umsetzen könnt in eurem Alltag, diese Bewusstheit reinzubekommen. Und es geht um ganz banale Dinge, ihr braucht keine Zeit dazu, ganz im Gegenteil, umso bewusster du wirst, umso mehr Zeit gewinnst du dadurch. Das wollte ich euch nochmal an die Hand geben, also wenn ihr Nachrichten schaut, nochmal zur Wiederholung. Seid euch bewusst darüber, was Annahmen sind, was keine Annahmen sind, wo sind eigentlich Fakten. So, das ist der Punkt. Wo sind die Fakten? Was sind Annahmen? Schaut Nachrichten, wenn ihr sie schaut oder anhört, bewusst an. Werdet euch klar darüber, was gesagt wird. Ansonsten hört euch keine Nachrichten an, wenn ihr nur mit halbem Ohr hinhört. Und auch so, lasst euch mal eine Zeit lang die Nachrichten aus. Das meiste sind, wie gesagt, Annahmen. Könnt viel effektiver Fakten im Internet rausfinden, wenn euch mal was interessiert, wenn ihr was braucht in eurer Situation, um weiterzukommen. Genau. Ansonsten schaut, zweiter Punkt, dass ihr euer Bewusstsein schult stattdessen. Wenn das Licht an ist, dann erkennt ihr ganz klar, was euch weiterbringt, was wahr ist, was nicht. Ist dann ganz egal, was ihr dann macht. Genau. Na gut, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schöne Grüße aus Sri Lanka. Schicke ich euch aus der Sonne. Macht's gut. Ciao.